jede Fliege Beine und Flügel hat. Jede Fliege schon mal in der Scheiße saß. Ich könnte sie jetzt töten, nur so zum Spaß. Doch ich empfinde mehr dabei, sie anzuschauen, als sie einfach platt zu hauen. Wär gar nicht gut, wenn alle Menschen so wären wie ich. Dann wär die Fliegenplage nämlich fürchterlich. Ich stell mir lieber vor, wie's wär, wenn ich die Fliege wär, und fühl mich dabei ausgesprochen elitär. Denn die ganz normalen Barbaren würden sie jetzt terminieren, weil sie einfach zu blöd sind und nicht kapieren, dass die Fliege jetzt gleich sowieso zur Lampe fliegt und da die Flügel richtig asozial verbrutzelt kriegt, auf den Rücken fällt, die Beine von sich streckt, zur Decke starrt und langsam vor sich hin verreckt. Einfach nicht nötig, sie zu zerdrücken. Sie macht ihren Abgang doch aus freien Stücken. Schönen Gruß von Thomas Alva Edison. Hätt's ja nicht hinfliegen brauchen. Das hast du jetzt davon. Eins muss ich noch klarstellen, bevor ich hier Ärger kriege. Ich sehe nur den Menschen in der Fliege. Darum hab ich ihr ja auch eine faire Chance gegeben. Wenn's nach mir ging, wär die Fliege gerade noch am Leben.